In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie können wir sozial gerechter werden? Und wie schaffen wir den digitalen Wandel? Diese Fragen diskutiert die Sozialwissenschaftlerin Jutta Almendinger in der vierten Mannheimer Rede. Bei uns in der Befragung ergaben sich durchaus sehr viele Dimensionen, wo die Leute sagen, da muss ich was ändern, aber ich bin auch bereit dazu, mich zu ändern. Aber ich kann es nicht aus eigener Kraft. Warum bietet man mir nicht eine Weiterbildung, sodass ich irgendwo eine Sicherheit habe? Warum öffnen sich denn diese dualen Lehrberufe nicht für Menschen, die 30, 40 sind? Warum haben wir immer noch diese extremen Altersnormierungen? Relevante Themen, denen das Nationaltheater Mannheim eine Bühne gibt. Zusammen mit dem Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH. Das Interesse ist riesengroß. Wir waren jetzt zum vierten Mal ausverkauft. Man sieht, wie das Publikum auch nach der Rede auf den unterschiedlichen Stil und die unterschiedlichen Aussagen der Reden reagiert. Miteinander im Gespräch bleiben, Debatten anstoßen und Werte neu verhandeln. Das ermöglicht die SRH auch in Zukunft.